wieder. Einsteigen, bitteschön, Herr Student. Ja. Ja, jetzt hatte ich Zeit, nachzudenken und vor mich hinzuträumen. Zeit genug im kleinen Bummelzug nach Orochaso. Zeit genug auch im großen Schnellzug von Orochaso nach Budapest über Kutaschipusta. Ich weiß nicht, wie lange ich so geträumt hatte. Ich weiß nur, dass plötzlich die Bremsen kreischten. Aber mein Gepäck, meine Sachen. Wartet auf dich in Budapest. Ich habe auch auf dich gewartet. Das ist aber auch ein Zufall, dass der gerade hier halten musste. Kein Zufall. Hab ich gemacht, Signal. Was, du? Ja, was wird denn dein Vater sagen? Hast du denn gar keine Angst? Lass, Andi, das ist morgen. Das ist so weit. Denk einmal nur an heute, Andi. Spürst, wie warm das Gras noch ist vom Tag? Mhm. Und die Grillen heiß. Man kann gar nicht sagen, wie schön das ist, Piri. Sollst auch nicht sagen. Hast schon so viel gesagt. Noch nicht alles. Ich werde wiederkommen nächstes Jahr. Bestimmt. Hörst du Tarogatto? Weil du immer nur hörst, was wirklich ist. Ich liebe dich, Piri. Verrätlich. Aber das darf man doch nicht sagen. Warum denn nicht? Tun, Andi. Tun muss man da. Als ich am Morgen nach Hause fuhr, war ich fest entschlossen, Piroschka im nächsten Jahr wiederzusehen. Aber wie so oft im Leben kam es anders. Wir sind uns nie mehr begegnet. Vielleicht sollte es so sein. Denn wenn ich heute an Piroschka denke, ist sie immer jung und süß und 17 Jahre. Und immer höre ich ihr lieblich tönendes... Sollten die mich mal zu Hause sehen? Ja,